Hallo und herzlich willkommen zu Part Nummer 16 des Ultimate Team Let's Plays hier auf The Xardes 94. Einmal schauen wir noch hier auf dem Tauschstapel vorbei, ob sich was getan hat. Nein, keinerlei hat sich getan. Oh, das ist ja langweilig. Egal, wir gehen mal in den Shop und holen uns mal ein Pack. Und zwar ein, nein, kein Silberpack. Spezialset, gibt's was Neues? Nein. Gold, auch nichts Neues. Da holen wir uns das hier. Gehen auf 7500 Münzen und holen uns das. Und was haben wir? Obasi. Oh, Chinedu Obasi. Der Schalke-Spieler mittlerweile, ja. Und hier haben wir noch El Mohammadi. Den braucht wohl niemand. Will wohl nie jemand haben. Von daher können wir den verkaufen. Hier Maniatis. Oh komm, den stellen wir mal drauf für 300. Ne, für 250. Eine Stunde oder, nein, drei Stunden. Und schauen wir mal, was sich tut. Obasi haben wir hier, 5221. Der ist ja ziemlich schnell und trippelstark. Kriegen wir den los? Ich weiß es nicht. 650 stellen wir mal rein. Drei Stunden. In Verein speichern. Können wir alles speichern eigentlich. Außer das hier, das werden wir verkaufen. 150, drei Stunden. Die Trikots habe ich doppelt. Von daher können wir das hier alles abspeichern. Und das, was doppelt ist, werden wir verkaufen. So. Gut. Hätten wir dann. Dann kann es ja jetzt weitergehen. Auf in eine Partie. Vorher schauen wir aber allerdings noch nach einem Linksverteidiger. Das wurde mir eben mal angepriesen. Linksverteidiger in 4-1-2-1-2. Nicht Bronze, sondern Gold. Nationalität Brasilien. Marcelo. Wie viel kostet der denn? Ja, in Form ist er natürlich ein bisschen teurer. Liga werden wir dann mal auswählen. Liga BBVA, Verein natürlich Real Madrid. Und Höchstpreis werden wir mal auf. Komm schon. Schneller, 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 schneller. 10.000 gehen und suchen mal. Gibt sogar einen einzigen 10.000 Sofortkauf. Werden wir mal. Sollen wir uns den holen? Ja, komm. Bieten wir mal drauf. 9.900. Und der würde dann unser Team nämlich komplettieren. In der linken Verteidigung. Naldo im 4-1-2-1-2 war natürlich jetzt auch noch was Schönes. Gehen wir den auch mal noch suchen. Linke Verteidigung, nein, Innenverteidigung natürlich. Brasilien allerdings dann in der Bundesliga. Und bei Werder Bremen. Und er wird wohl keine 10.000 kosten. Nee, 3.000. Und hier fängt er bei 5.300 an. Das ist zu viel. Eindeutig. Sollen wir darauf bieten oder sollen wir den anderen behalten? Ne, komm, wir behalten den anderen. Das bringt jetzt erstmal nichts mehr. Die paar Chemiepunkte machen wohl auch nichts mehr aus. Oh, dauernd kriegen wir E-Mails hier. Schauen wir mal nach. Saarland ist schön. Ja, Multi-Austrianer. Das wusste ich auch, aber vielen Dank. Hol dir doch als linker Verteidiger Marcelo, der ist gar nicht so teuer. Mache ich ja jetzt gerade. Wurde mir also jetzt gerade mal nochmal geschrieben. Von daher werden wir das wohl jetzt auch durchziehen, dass wir Marcelo eben kaufen. Wir haben jetzt noch Zeit einmal zu spielen und um den dann zu verpflichten. So. Also geht's jetzt auf in die Partie. Wir werden diesmal aber nochmal ein Einzelspiel machen online. Gibt ein paar mehr Münzen und dann kann es ja jetzt eigentlich losgehen. Komm schon, schneller. Why still bother? We don't know that. Ja, jetzt hatte ich mal nochmal meinen spastischen Anfall. Kennt ihr Itchy Poops Kid? Itchy Poops Kid. Das ist kein furzendes Kind, sondern eine Band. Eine, wie soll man das nennen? Punkband schon? Ja. Itchy Poops Kid. Es ist kein Furzkind, ohne Witz. Aber es heißt so. Ich find's lustig. Wer die kennt, einfach mal Daumen hoch geben. Ha, haha. Gut, ne?
Und wer sie nicht kennt, schreibt einen Kommentar. So kann nämlich gewährleistet sein, dass wir keinen Daumen runter bekommen. Boah, bin ich daumengeil. Boah, bin ich daumengeil. Boah, egal. Wann kommt denn jetzt hier mein Gegner endlich? Hallo. Hallo. Hallo, Gegner. Ich will einen Gegner. Warum kriegen wir keinen Gegner? Dein Gegner hat die Partie verlassen. Das gefällt mir aber jetzt mal gar nicht. Komm schon, suche Gegner. Mach schon. Ich schlafe ja gleich ein, wenn das so weitergeht. Schon wieder eine E-Mail. Endlich haben wir einen Gegner. Schon mal das rote Trikot. Und weiter. So, schauen wir mal. Oh, ein neuer Abonnent auf RR Goalie 1. Goalie, nicht Goalie. Oh, der hat ein gutes Team. Müssen wir aufpassen. Ich meine, das könnte eng werden. Und der hat auch Marcelo. Den müssen wir jetzt auch mal so langsam haben. Wallison. Lukas. Oh, der rennt mich ja um. Felipe Santana. Oh, faul. Schon wieder eine E-Mail. Jetzt ist mir zu doof, jetzt will ich nicht mehr. Also nicht mehr nachschauen, ne? Jetzt brauche ich mal eine Pause. Oh, das ist Wellington! 1 zu 0, dritte Minute. Jawohl, so schnell kann es gehen, ne? Nach einem Freistoß. Blub. Bam. Abgezogen 1 zu 0. Jawohl, Nguemo FC. Oh, Wallison setzt sich durch. Lukas. Ah, Ball zu weit vorgelegt. Marcelo ist ja auch nicht gerade langsam. Von daher. Oh, Neymar. Gegen Rafinha. Der Schuss war aber jetzt nicht so sonderlich gut. Also von daher hatten wir kein Problem mit diesem. Können uns also glücklich schätzen, dass dieser Ball nicht drin war. Michel Bastos kommt da. Oh, gewinnt den Kopfball nicht. Oh, jetzt Alexandre Pato auf dem Weg zum Fehlschuss. Kein Tor also für den Gegner. Schon wieder eine E-Mail, das gibt's doch nicht. Was geht denn jetzt ab? Oh, jetzt aber, jetzt hat er's. Ramirez mit dem 1 zu 1 in der 10. Spielminute. Muss man einen Schluck Wasser trinken hier. Und so langsam muss ich, glaube ich, mal wieder was essen. Und es ist einfach immer noch Sonntag und der Tag endet nicht. Es ist so langweilig. Warum sind Sonntage immer so langweilig? Könnte auch mal jemand abschaffen, die Sonntage. Lieber 5 Tage Wochenende als 3 Tage Schule. Nein, als 5 Tage Schule, so rum. Oh, super gemacht. Und jetzt macht er nochmal alles falsch. Da holt er den Ball super ab und dann macht er sowas. Aber gut, es ist jetzt noch kein Tor entstanden. Wie gesagt, noch. Dann steht 1 zu 1. Aber jetzt steht er wieder kurz davor und... Oh, komm, hol den Ball ab. Oh, Glück gehabt. Carlos Edu... Oh, Bastos. Wo schießt denn den Ball hin? Oh. Ins Nichts, aber... Oh, Glück für den Gegner. Hätten wir den bekommen, dann hätten wir jetzt... Hätten wir jetzt schon noch ein Tor schießen können. Aber nein. Oh, Lukas, flank doch das Ding dann noch rein. Jetzt aber. Flanke. Oh, jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Ah, der hätte da gestanden. Der hätte das Ding doch reingemacht. Der hätte doch einen Fallrückzieher reingesetzt. Schade eigentlich. Rafinha. Carlos Eduardo. Den hat er wieder. Oh, schade. Schon wieder eine E-Mail oder was? Nein, wie viele E-Mails bekomme ich denn? Kommentar zu... Oh.
So, Eckball. Was war das da? Den haben wir, den haben wir. Machen wir mal eine kurze Pause. Es kann weitergehen. Das Spiel fortsetzen. Diego Alves beim Abwurf. Lukas! War mir jetzt klar, dass der drüber geht, aber ich wollte einfach mal abziehen. Der hat einen schlechten Schuss, dieser Lukas. Aber na gut, aus der Position nicht verwunderlich, dass der so weit am Tor vorbeiging. Alexandre Pato. Also der hat ein gutes brasilianisches Team. Aber wir haben ein besseres. Wir haben Wellington. Hallo? Carlos Eduardo. Wallison. Wallison. Wallison ist durch, durch, durch. Ah, da haben wir es. 2-1. 33. Minute. 2-1 durch Wallison. Da schauen wir uns das nochmal an. Blub. Einmal durch die Beine und dann vollendet. Zur Führung in der 33. Spielminute. Was kann Breco 45 noch veranstalten? Sind wir gespannt. Es steht 2-1. Ist noch alles offen natürlich. Schon wieder eine E-Mail. Ah. Boah, jetzt hat er aber gelegt. Gibt gelb für Anderson. Der Spieler von Manchester United. Ja. Schauen wir mal, ob wir aus diesem Freistoß auch nochmal was abgewinnen können. Ah, fast. Hätte Roberto Carlos jetzt schießen können, dann wäre es was geworden. Aber jetzt haben wir Carlos Eduardo und er hat auch einen guten Schuss. Wellington! Nochmal, nochmal, nein! Oh. Das wäre doch jetzt was Schönes gewesen, gerade nochmal so ein Ding reinzumachen. Oh, der geht durch zum Torwart. Ja, und war noch abseits. Von daher ein bisschen Glück gehabt und da hatten wir, haben wir einfach Glück gehabt. Fertig, es reicht. Mehr brauchen wir dazu nicht zu sagen. Ich rede sowieso schon zu viel. Oh, was war denn das? Das war ein Foul. Hallo, Schiedsrichter? Die Schiedsrichter, die wollen einfach nichts pfeifen gegen mich, für mich. Die pfeifen immer nur gegen mich. Ich finde das unfair. Ah! Hätten wir... Oh, auch schon wieder daneben. Hätten wir den doch nur bekommen. Ah, gut. Nein, was? Was macht denn der Torwart da? Schaut euch das mal an. Der hat doch das Ding schon gehabt. Warum? Alter. Was bitte soll das? Als wäre das jetzt so schwer gewesen, den zu halten. Mal ganz ehrlich. Den hätte sogar ich gehalten. Na, was heißt sogar? Ich bin ja schon gut, ne? Ne, egal. Oh, komm schon. Also für die Leute, die es immer noch nicht begriffen haben, ich bin auch im Real-Life-Torwart. Nur falls noch irgendjemand nochmal fragen sollte, der kriegt von mir direkt einen Block. Einfach nur, weil er zu doof ist. Ich hab das glaube ich, den 200.000 Videos, die ich gemacht habe, schon 245 Millionen Mal gesagt. Von daher muss das irgendwann mal jeder wissen. Und wer das nicht weiß, der ist wirklich einfach entweder zu doof oder der passt einfach nicht auf. Oder der hört sich gar nicht an, was ich laber. Der schaltet nur kurz durch, wie es ausgegangen ist, man ist rum oder was. Alter, verarsch mich doch nicht. Alexandre Pato. Gibt's hier nicht irgendwie doch die Blutgrätschen-Taste? Warum lässt er das jetzt dreimal spielen? Das interessiert doch keine Sau. Pass mal auf, ey. Ich mach jetzt auch irgendwie... Dreimal, wo ich spielen lasse. Wenn ich jetzt noch ein Tor schieße, ich lasse das dreimal laufen und
und schießt dann noch so ein extra schönes. Ready turn. Oh, auf Carlos Eduardo. Oh, faul. Siehst du? Seht ihr? Der pfeift immer nur für den Gegner. Der pfeift gar nichts für mich. Siehst du? Ne? Was war denn da jetzt mit dem Foul dran? Eben, das war wohl viel schlimmer vom Gegner. Der hat er mich umgerobbt und da sagt der Schiedsrichter gar nichts. Ich finde das einfach unfair. Ich verstehe nicht, warum alle gegen mich sind. Die Pack-Openings sind gegen mich. Die Chiris sind gegen mich. Das ist unfair. Boah. Ja, wo schießt der denn hin? Ich will den Ball auch haben. Gib ihn lieber mir. Ich grätsch dich weg. Ich habe keine Angst vor dir. Ich grätsch dich weg. Oder kill dich. So. Oh, jetzt pfeift er das auch noch. Was ist das für ein Jammerlappen? Bei dem pfeift er einfach alles. Ich finde das unfair. Irgendwas habe ich hier falsch gemacht. Irgendwelche Einstellungen sind bei mir falsch, habe ich das Gefühl. Oh, jetzt steht er im Abseits. Und wäre noch das Außennetz gewesen, aber es war eh sein schwacher Fuß. Das war auch wieder schlecht gemacht. Stellen wir mal offensiver und auf Konter. Er hat nicht gepfiffen. Er hat nicht gepfiffen. Ich glaub's nicht. Boah. Bastos. Carlos Eduardo. Eduardo. Das gibt's. Boah, jetzt haut er ihm voll ins Gesicht rein. Ich verstehe das nicht, warum ich so ein Pech habe. Naldo rennt hinterher. Jetzt geh ab, Veliton. Jetzt aber Carlos Eduardo. Oh, immer noch kein Tor. Jetzt leckt's auch noch. Jetzt machen wir eine kurze Pause. So, weiter geht's. Flanke rein. Jetzt Carlos Eduardo. Oh, schade. Das wäre ein schönes Tor gewesen. Oh, jetzt regnet es draußen. Wie ätzend ist denn das? Jetzt regnet es draußen und es regnet im Spiel. Das ist ja saulangweilig. Das ist trist wie sonst was. Oh, Felipe Santana. Abschlag vom Torhüter. Da steht aber Roberto Carlos. Was war das für ein Ding? Viel zu weit. Der Lucio von ihm ist irgendwie müde. Mein Lucio ist ja schon lang verkauft. Boah. Boah, Santana hinterher. Jetzt gibt es bestimmt nur 11 Meter. Nee. Oh gut, der hat sich einfach so abgelatzt. Jetzt aber Carlos Eduardo. Oh, was hat der so ein Glück, der Gegner? Dass sich meiner den Ball immer so komisch vorlegt. Ah! Seine Spieler haben gar keine Fitness.
Alles schon ausgepowert. Komm, Wolli, sind hinterher. Yeah, jetzt aber. Komm, Hompapa. Oh, das gibt's doch nicht. Den kriegen wir nicht mehr. Gibt aber Einwurf für uns. Jetzt stellen wir noch offensiver. Wir stellen auf sehr offensiv. Oh, faul. Der hat mit seinem Ball gespielt. Und nochmal Fehler. Jetzt haben wir ihn aber. Bellyton. Ah! Auf Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Komm jetzt durch. Durch. Das gibt's doch nicht. Hält der das Ding auch noch? Der Torwart ist mit vorne. Oh, faul. Einwurf. Oh, Mist. Nochmal Einwurf. Kommt der überhaupt nochmal raus da? Carlos Eduardo. Oh, jetzt pfeift er ab. So ein Mist. Jetzt haben wir doch schon wieder verloren. Also so langsam nimmt das aber hier Überhand mit den Niederlagen. Mir geht das irgendwie auf den Keks. Oh, irgendwas ist passiert. Ah, ich habe Marcelo bekommen für 9.900. Und ja gut, dann haben wir den schon mal. Können wir jetzt eigentlich dann direkt mal benutzen. Also jetzt haben wir nochmal eine gute Verpflichtung gemacht in meine aktive Mannschaft. Und zwar hier auf die Position gerade, genau. Dann können wir den jetzt direkt mal in die Mannschaft einbauen. Fabio Contrao raus, Marcelo dahin. Und Marcelo dann an die Stelle von Felipe. Passt doch, super. Na toll, jetzt sieht es schon viel besser aus. Nur Brasilianer haben wir jetzt im Feld. Was hat der denn jetzt schon wieder? Verletzungsdauer Bein 4. Haben wir was fürs Bein? Knie haben wir. Alle 4 Spiele brauche. Dann wäre er bei 0. Okay, dann holen wir das. Okay. Haben wir noch eine Fitnesskarte oder so für den ganzen Club hier? Ne, haben wir nicht mehr. Na egal. Dumia werden wir wieder reinstellen. Ist doch eigentlich eine ganz gute Mannschaft. Ich habe nichts auszusetzen. Jetzt sage ich erstmal dann vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle. Bedanke mich bei euch und würde mich natürlich über das ein oder andere Kommentar und eine Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Alex. Auf Wiedersehen und tschüss.